war eine gute Beziehung durch die ganzen Jahrhunderte. Und ich gebe zu, durch Jahrzehnte war Murau mein Lebensmittelpunkt. Hier habe ich die Kinder erzogen worden, aufgewachsen und so weiter. Meine ganze feuchte Jagd damals, die Fischerei, das war ein wesentlicher Teil meines Lebens. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich eine Sehnsucht nach Murau habe. Karl Schwarzenberg ist am Samstag schon verstorben. Offiziell bekannt ist es gestern geworden, am Sonntag. Murau trauert. Das kann man durchaus so sagen. Murau trauert. Karl Schwarzenberg war ja in vielen Bereichen, auch wenn der politische Schwerpunkt und das politische Wirken in den letzten 10 Jahren eher in der Tschechischen Republik oder auch im Wiener Raum angesiedelt war, immer wieder hier vor Ort. Ein Termin, den er traditionell eigentlich immer wahrgenommen hat, war der 15. August, das Samsonfest. Also es hat kaum ein Jahr gegeben, wo er nicht selbst anwesend war, sich dann auch nach der Feldmesse im Gasthof Eichholzer mit den Menschen zusammengesetzt hat, geplaudert hat. Und wir stehen jetzt da an einem Platz, den wir quasi ihm gewidmet haben im Jahr 2017, als wir damals 400 Jahre Schwarzenberg in Murau mit einer großen Ausstellung begangen haben. Und im damaligen Jahr haben wir eigentlich sehr häufig Kontakt miteinander gehabt. Wir haben damals das Schwarzenbergbier eingemeischt in der Brauerei. Wir haben die große Eröffnung gehabt am Raffelplatz. Dann hier die Enthüllung dieses Wahrzeichens, das ja auch ihm gewidmet ist, wo Stoffteile aus Krawatten etc. verarbeitet worden sind, so wie er in seiner gesamten Buntheit gewirkt und gelebt hat. Ja, gibt es eine Erinnerung, Annette, wo du sagst, das kommt mir sofort in den Sinn, wenn ich an Karl Schwarzenberg denken muss? Ich sage im Wesentlichen, und das war wirklich der Zeitpunkt, wo ich mehrfach im Jahr mit ihm Kontakt gehabt habe, vor allem das 17. Jahr, ansonsten eher sporadisch, aber dort schon. Und da sind wir zum Beispiel auch im Bierkeller in der Brauerei zusammengesessen, sicherlich 3-4 Stunden mit 3-4 anderen Personen und haben zu verschiedensten Themen geplaudert. Und der war einfach ein sehr facettenreicher Mensch, interessant, humoristisch, aber auch tiefsinnig und wieder dokumentiert wird der Mensch mit einem Weitblick. Dieses europäische Denken, dieses gemeinschaftliche Denken, das vielleicht gerade in der heutigen Zeit wichtiger ist, als es je zuvor gewesen ist. Also das wird vielleicht auch insofern abgegeben, als er immer seine mahnenden Worte in verschiedenen Medien hat einfließen lassen, die ja auch sehr stark nachgefragt worden sind, immer wieder. Und auch das Murau-Bier, das hat er hier beim Gasthaus Lercher besonders gern konsumiert. Ja, ich glaube, Lercher war so das Stammgasthaus, wenn er in Murau war. Und da hat er sich sehr häufig aufgehalten. Familie Lercher und Schwarzenberg gehören so gesehen eigentlich relativ eng zusammen, wenn man von Schwarzenberg und Murau spricht. Und zugegebenermaßen, manchmal bin ich dann aufs Schloss hinaufgegangen, ähnlich schwankend wie diese Figur. Das Schöne an dem Kunstwerk ist, dass es sich jeder selber interpretieren kann. Und dann wird es lebendig. Wenn wir einen Kanon vorgeschrieben bekommen, dann wird es langsam sehr langweilig, wenn meine Schwester, die Kunsthistorikerin, bestätigen wird. Ich danke nochmals für den heutigen Tag. Ja, der Familie darf ich, nachdem Karl Schwarzenberg ja auch Ehrenbürger der Stadtgemeinde Murau war, auch Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Murau, meine Anteilnahme im Namen der Stadt ausrichten und zum Ausdruck bringen und wünsche viel Kraft in dieser Zeit.